Moin, ich bin Malermeister Andi und willkommen zum Weihnachtskalendertag Nummer 10. Viel Spaß beim Video. So, ich habe hier wieder eine Musterplatte für euch vorbereitet und die möchte ich gerne mit Travertino spachteln. Die spachteln wir aber nicht nur, die möchte ich gerne noch durchziehen. Ich sage immer Kunstrasen zu dem Gerät hier. Dadurch bekommen wir eine Struktur, die wir im Nachhinein wieder glätten. Und im nächsten Video zeige ich euch dann, wie wir die noch vergolden. So, da wir im nächsten Video die Technik vergolden, ziehen wir uns das Ganze jetzt in Weiß auf. So, ich habe mir das jetzt in meiner gewünschten Schichtstärke aufgezogen und jetzt nehmen wir diesen Kunstrasen hier und ziehen ihn einmal kräftig mit durch. So, Struktur haben wir jetzt reingezogen, jetzt glätten wir uns das Ganze nochmal nach. So, da es ja wieder eine kreative Technik ist, kommt es immer auf den Geschmack drauf an. Man könnte es jetzt so lassen, aber man könnte auch noch ein bisschen warten, um dann immer nochmal nachzuglätten, damit man die Oberfläche noch ein bisschen feiner hinbekommt. Ich möchte es jetzt gerne so lassen, da lassen wir es jetzt komplett durchtrocknen, um im nächsten Video dann die Technik zu vergolden. So, ich habe mir gerade noch was überlegt, damit das Video nicht zu schnell zu Ende ist. Wir lassen es jetzt durchtrocknen und dann gehen wir da mit einer schwarzen Lasur rüber, damit es dann noch ein bisschen lebendiger wirkt. Und daraufhin, also im nächsten Video, vergolden wir das Ganze dann. Also sehen wir uns gleich wieder. So, die Platte ist durchgetrocknet und ich habe Material bestellt gehabt für eine Baustelle. Und dabei habe ich diesen Kasten hier geschenkt bekommen. Da sind ziemlich viele verschiedene Lasuren drin. Glaube ich mal, dass es so Lasuren sind, auch für Kalk-Marmor-Putz etc. pp. Ich habe keine Ahnung, wie sich die verhalten. Ich habe die noch nie verarbeitet, aber ich dachte mir einfach, wir probieren die jetzt auf dieser Platte hier aus und dann sehen wir mal, was passiert. Hier sind ziemlich viele verschiedene Farbtöne und ich bin mir unsicher, welchen Farbton ich nehmen soll. Wie zum Beispiel Bronze oder hier ist so ein Blue Flash, Red Oxide, Brown, Green Apple, White Pearl, Lilac Shiny, okay. Dann haben wir hier noch so ein Pink, Alter, das sind auch Namen. Fokussier, hier ist Light Pink, Black Metal, Green Dark. Ich tendiere zwischen Dark Metal und Green Dark. Schreibt mir in die Kommentare, welchen Farbton ihr nehmen würdet. Aber ich glaube, ich nehme Grün. Passend zur Wand. Ich bin mal gespannt, wie das aussieht. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie sich das verhält. Ich habe jetzt hier meinen kleinen Pinsel, wo wir das mit auftragen werden. Und ich habe noch ein kleines Tuch, wo ich das überschüssige Material mit abnehmen kann. Aber das wird bei der Fläche sehr schwer, würde ich mal sagen. Also sehr dark ist das nicht, muss ich sagen. Oder sollen wir einfach eine grün machen und eine dunkel? Ach, ich bin mir unsicher. Wir fangen erstmal an, mal gucken, was dabei rumkommt. Ah, okay. Also ist sehr gelmäßig, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe ein bisschen Angst. Ach du Schande. Okay, okay. Also für Dark hätte ich das jetzt nicht gehalten. Okay, komm, wir ziehen das jetzt mal durch. So, das Grün ist jetzt drauf und ich sage hier einmal kreative Technik. Also wie gesagt, vielleicht trifft es ja den Geschmack von jemandem. Ich finde es jetzt nicht ganz so geil im Moment noch. Ich werde jetzt mal versuchen, ein bisschen mit Schwarz noch ein paar Akzente reinzumachen und im nächsten Video werden wir das ja nochmal toppen. So,
So, für dieses Video ist die Platte jetzt fertig. Ihr habt gemerkt, ich habe noch viel rumgespielt. Ich habe jetzt noch mit Bronze, Schwarz und auch noch mit Weiß, Metallic so ein bisschen darin rumgewischt. Das konnte ich mir jetzt nicht nehmen lassen. Ob es jemandem gefällt, würde mich gerne mal interessieren. Ab in die Kommentare mit. Ich sehe das ja, was ich hier aufnehme. Sieht sehr hart aus auf dem Video. Dabei wirkt das gar nicht so hart. Zumindest dieser Fleck hier zum Beispiel wirkt auf Kamera sehr hart, was ich jetzt sehe. Aber wenn man das von hier aus sieht, sieht es alles schön weich aus. Ist natürlich Geschmackssache. Ob ich es jetzt geil finde, weiß ich nicht. Da müsste ich dafür noch ein bisschen länger drauf gucken. Aber im nächsten Video werden wir das Ganze noch mit einem Goldüberzug machen. So eine Art vergolden. Aber wie gesagt, das mache ich im nächsten Video. Ja, wie schon gesagt, für dieses Video ist jetzt Schluss. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen. Ihr könnt den Kanal auch gerne kostenlos abonnieren, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Und ich hoffe, wir sehen uns dann morgen wieder um 18 Uhr. Bis dahin. Ciao, Leute.